So, da sind wir bei etwas anderem. Ah, hier gibt es eine Play-Demo. Was ist denn Play-Demo? Okay, hier scroll ich durch mein Fenster des Browsers, das will ich ja auch nicht. Ich wollte eigentlich hier durchscrollen. Ah, da fahr ich scroll mit der Maus da durch. Okay. So, kurz angemerkt, was dieses Spiel ist. Hier hat meine schöne Auswahl an Charakteren. Ich habe es übrigens schon länger nicht mehr gespielt. Wir nehmen einfach mal den Fahrradfahrer. So. Man fängt in einem Level an, indem man Pfeil nach oben drückt und das war mein Kind. Entschuldigung. Ja, man kann nach vorne drücken und nach hinten. Nach vorne und hinten fahren. Da kommen die Teile von meinem Kind runtergeregnet. Ja, man kann sich nach hinten lehnen, nach vorne lehnen und so weiter. Sich zum Beispiel das Genick brechen und dann nicht mehr fahren können. Ja. Kann man machen. Kann man immer noch, wenn man lustig ist, irgendwie seine Arme und Beine noch nachträglich bewegen. Ah, ich glaube, nur wenn der Kopf ab ist, nicht mehr. Wenn man sowas passiert, macht man einfach Restart. Gibt es da keinen Shortcut für? Nee, scheinbar nicht. Ja, was kann man noch machen? Mit Steuerung kann ich, glaube ich, mein Kind aus dem Sitz rausfallen lassen und dann kann ich so wegwerfen, wenn ich möchte. Natürlich würde ich das nie machen. Also, ich bin auch kein böser Mensch. Ich würde auch erst recht nicht drüber fahren oder sowas. Nee. Ziel des Spiels ist es natürlich einfach durch diese Level hier durchzufahren. Man kann natürlich einfach die ganze Zeit Müll machen, weil diese Physik von diesem Spiel so lustig ist. Oh Gott, ich bin in irgendeinem riesigen Rad gefangen. Nein. Da. Ich frage mich, wo ich hier runter. Aua. Ach, das Boden. Okay. Nimm mich mit. Gut. Ich habe alles im Griff und so. Es ist überhaupt nicht umständlich oder so. Es gibt, glaube ich, auch eine Taste, um mich rauszuwerfen. Ja, das habe ich gerade eben getan. Jetzt kann ich mir meine Arme hier ein bisschen rumwuchteln. Yeah, Party, hart. Wow, Gott, what the fuck? Wieso liege ich auf meinem Fahrrad? Nein, Fahrrad! Ich bin ein Fahrradständer. Los, parke mir Fahrrad. Na gut, dann nicht. Dann krieche ich mich eben zusammen und weine. Ich habe einen Salto gemacht. Hey, mein Fahrrad wird von dem Rad wieder hergeschoben. Ich fange dich, Fahrrad, ich fange dich. Ich brauche kein Fahrrad, ich krieche einfach so durchs Level. Und zack und zack und zack und zack. Wie hab ich es gerade geschafft, dass ich geklettert bin? Ich will noch mal klettern! Ja, so kann ich natürlich auch machen. Hi, Bein. Zack. Ja, Fahrrad, schieb mich an. Okay, so könnte es gehen. So, und jetzt schiebe ich mir meine Beine vor. Nein! So. Ach, ich lege einfach meinen Arm auf den Rücken. Ich bin ein Krebs. Krebskorps. Okay, ich glaube, wir sollten das Level einfach mal neu probieren. Ah, Escape und R geht. So, dieses Mal vielleicht ohne unser Kind gleich rauszuschleudern, einfach mal versuchen, das Level normal zu schaffen. Natürlich kann man auch einfach den ganzen Tag lang Kacke machen. Könnte man gut in einem Livestream machen. Vielleicht werde ich mal dazu einen Livestream machen und dann einfach den ganzen Tag lang da Kacke drin machen und mich einen Keks freuen. Ups, Entschuldigung, Kind. Nein, 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 ich will diesmal da hochfahren. Die anderen Charaktere haben natürlich irgendwelche anderen Steuerungen und Möglichkeiten und alles, aber dieses Mal brauchen wir nur das. Und nicht so schnell. Und nein, nicht so langsam. Und au. Entschuldigung, Kind. Ich fahre noch. Oh, Entschuldigung. Ich war's nicht. Das war schon so. So. Hat niemand gesehen. Wir fahren da weiter hoch. Lalalala. Ihr Ziel ist es natürlich, dass nur einer der beiden Charaktere im. Das war mein Arm, der gerade abgebrochen ist. Hängt der noch am Lenker? Das war. Oh, ja. Hi, Beine. Oh, jetzt bewegt sich nichts mehr. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu ruckelig gefahren und dann hat er sich entschieden, seine Körperteile abreißen zu lassen. Versuchen wir dieses Mal zu vermeiden. Ich will ja wenigstens als dieser Level schaffen. Die kenne ich zwar noch nicht, aber ist doch länger her, dass ich es gespielt habe. Kann ja sein, dass es sich verbessert und aufbaut und alles und so weiter. Ja. Ich kann den Sohn auch irgendwie bewegen, glaube ich. Der bewegt sich, glaube ich, genau. Ja, guck. Kriech, mein Sohn, kriech. Ja, mach's wie dein Vater. Weh, du lässt dich jetzt zerquetschen. Ja. Ach, egal. Ignorieren wir das Kind. Kinder mag doch sowieso keiner. Lalalala. Und lalalala. Wir sind der Supervater mit unserem Fahrrad. Epic Jump. Ich glaube, wir sind tot. Ja, das war, glaube ich, unser Tod. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Geschwindigkeit.
Natürlich könnte es auch sein, dass es auch mit diesem Charakter unmachbar ist, das Level, weil es wirklich Charaktere gibt, die können auch noch. Es gibt zum Beispiel einen Opernrollstuhl mit einem Raketenantrieb, der erreicht dann relativ viel größere Geschwindigkeiten. Obwohl eigentlich. Ach egal, tschüss Kind. Ich hab dich eh nie gemacht. Ich hab ein Fahrrad. Ich brauch kein Kind. So. Ah, jetzt gib Gas. Oh, das Kind wurde scheinbar erdrückt. Das hat man irgendwie noch rechts aus der Ecke links aus der Ecke gehört. So. Lalalala. Lalala. Ups, da ist mein Arm einfach mal spontan abgefallen. Das kann natürlich auch passieren, also. Aber ich brauche nur einen Arm. So. Halt, halt, halt. Das probiere ich nochmal. Ja, mit dem kompletten Schwung von dem Berg. Also von hier an. Miau. Miau. Nein, ich glaube, wir sind zu langsam. Land mir auf den Kopf, komm. Au. So, dann machen wir doch einfach mal einen Change Character. Und wählen den Opa im Rollstuhl aus, mit dem Raketenantrieb. So, mit Shift und Steuerung kann man hier den Antrieb drehen. Wie aktiviert man den? Ah, mit Leertaste. Und dann können wir... Miau. Sollte nur aufpassen, den Opa nicht irgendwo reinzuklemmen. Ja, genau wie ich es gerade geschafft habe. So. Ich will da hoch. Ja, komm, 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 das geht. Das geht. Das ist ein bisschen wackelig, die Steuerung, aber es könnte schaffbar sein. Haha. Ups, nicht mit dem Gesicht gegen den Boden drücken. Der Obdachlose im Rollstuhl. Gehen wir doch. Oh, Treppen. Ja, das tut den Beinen nicht so gut, die Treppen. Nicht da wieder zurück. Wir wollen da auch. Flieg, Opa, flieg in die Unendlichkeit. Ich glaube, man kann diese Säule hier umrammen. Aha. Opa, kannst du, bitte aufstehen? Ah. Ah. Danke. Und jetzt dreh deinen Turboantrieb. So. So, weg mit den Steinen. Aha! Nein, 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 nein. Aufpassen. Hoppes. Ich noch lebe ich, noch lebe ich. Noch lebe ich. Nein! Nein! Au. Aber unser Stuhl hat immer noch den Raketenantrieb. Okay, dann würde ich eher versuchen, hier nochmal, hier ein bisschen, da unten lang zu fahren, auf jeden Fall. Aha. Das war unser Arm, den brauchen wir aber nicht mehr. Wir sind ein Rentner. Rentner brauchen keine Arme. Die zocken doch eh nicht. Was, man braucht Arme zu was anderem außer zocken? Nee, lügen. Ah, das war sein Bein, hat man gehört an dem Schrei. Oh, mein Leg! Aber wir schieben es nur ein bisschen noch mit uns rum. Dann sowieso nur eine Last. Und Jump! Hui. Und wir fallen schon wieder in dieses Loch rein. Blablabla. Okay, nochmal. Ich werde das Level jetzt einfach schaffen. Ich kann übrigens ja auch einfach normal weiterfahren. Fällt mir gerade auf. Ohne den Raketenantrieb. Oh, ja. Das passiert dann. Nein, wir wollen nicht wieder rückwärts zurückrollen. So. Ups, Entschuldigung. Das mit dem Bein tut mir ein wenig leid. Wenn ihr dieses Video übrigens eklig findet, darf auch gerne nur wegschalten. Es wird nicht schöner. Yep, ich zeig dann später noch ein paar Custom-Level. Oder vielleicht noch einen anderen Charakter. Change Character. Nehmen wir doch mal die fette Mutti mit ihrem Einkaufswagen. Hallo? This character is future characters only available in the full world. Okay, früher konnte man den Spiel noch spielen. Dann spielen wir eben den da in seinem Scooter-Dings. So. Ja, fährt halt mit seinem Ding und kann hüpfen. Braucht man nicht so die Balance halten beim Fahren. Ups. Hui. Ja, mit dem Charakter lässt es sich irgendwie noch am besten spielen. Na gut, das Bein, die Beine brauchen wir nicht. Wir fahren ohne Beine. Komm, zieh dich hinterher. Sieht auch relativ, ja, es sieht relativ witzig aus. Warum nicht?
Ups, das waren die Handgelenke. Die hätten wir gebraucht. Aber wir können wenigstens noch rumtanzen. Jep, dep, 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 dep. Ich habe keine Hände mehr. Was ist denn keine Hände-Tanz? Hände sind unnötig. Hände braucht niemand. Hände. Und wir probieren es nochmal. Wir fahren mal in die Mine dahinter uns rein, einfach zu testen. Und Feuer! Wuhuhui! Ah, es hat sogar geklappt, ohne dass ich sterbe. Moment. Ganz vergessen, jetzt brechen meine Beine ab. Egal. Hui. Frag mich, wie wir hüpfen, ohne dass wir Beine haben, aber er kann es einfach. Wir fragen da besser einfach gar nicht nach. Blub. Dup, 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 dup. Und dort hoch und darüber und hier hoch. Und aua, unsere Arme sind spontan abgebrochen. Hm. Hi. Hallo. Ich bin euch. Ich glaube, ich habe keine Chance, dieses Level zu schaffen. Wir können auch gerne noch andere Level anschauen. Haben ja alle Zeit der Welt. Daraus könnte man ja fast schon ein volles Let's Play machen, wenn das Spiel mal draußen ist. Wäre es lustig? Ja, wahrscheinlich. Ich werde mal schauen, was sich hier ergibt. Ob dieses Spiel noch wirklich weiter ausgebaut wird. Ich glaube nämlich schon, dass es noch in Entwicklung ist. So, aua. Yay, yeah, hüpfen wir Vollgas dagegen. Und bam. Und yeah, wow, wow. Und bam. Voll gegen die Wand gejumpt. Sprungbam. Ich heiße Hugo und mache Sprungbams. Und meine Beine brechen ab. Und ich springe über Klippen. Hey, der Charakter kann's. Okay. Wir versuchen es noch einmal, aber... Was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das kommt davon, wenn man spontan anfängt zu singen in der Aufnahme. Aber hey. Why not? Ich will... Was will ich denn? Das Level schaffen. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Es war bestimmt nichts Wichtiges. Zwei Tage später geht die Welt unter. Bam! Zack! Wir schaffen den Sprung. Halten an. Oder springen. Hm. Nein! Ich werde es durch die vertraulich von dem Ding aufhalten. Zu spät gedrückt. Ich glaube aber, es ist möglich, dieses Level zu schaffen. Und... Wir können ja einfach nur das Level machen. Würde auch schon reichen. Ihr könnt euch ja später dann auch selber die anderen Levels anschauen. Ich werde den Link zu dem Spiel verlinken. Weil das Spiel einfach toll ist. Und ich das Spiel schon ewig kenne und ewig liebe und alles. Und hatte mir mal gedacht, hey, ich zeig's euch mal, da ich eh keine Beine mehr habe. Wow, wow, wow. Ich trete mir gerade selber in den Schritt. Ah, jetzt nicht mehr. Gut. Kann ich irgendwie so mein Bein abquetschen? Aua. Okay. Warum teste ich sowas? Das sieht schmerzhaft aus. Egal. Fahren wir einfach mal weiter. Wui, springen ein bisschen zu früh. Ja, ich meinte ein bisschen zu früh, nicht viel zu früh. So, der letzte Versuch vielleicht. Ach, wir haben noch nicht 15 Minuten. Wir können es ruhig noch ein, zweimal probieren hier. Wird ja bestimmt schon irgendwas Spannendes noch passieren, dass es sich lohnt, weiter aufzunehmen. Also, hey, es ist ja schon so. Wow, wow, bam und aua, schon wieder ist das Bein abgebrochen. Hey, der Fuß hängt noch in unserem Roller drin. Geh raus da! Geh da raus! Wir brauchen keinen Fuß... Aua. Ja, so viel dazu. Blub. Hey, Bein. Ich will dich da wieder abquetschen lassen. Nein, ich bin zu spät dran. Aha! Yay! Und jetzt Vollgas! Vollgas! Und Jump! Jetzt bin ich wieder zu weit gesprungen. Ich will wissen, was jetzt hinter dieser Klippe ist, verdammt! Und am besten ohne, dass ich mir mal alle Körperteile dabei schon abreiße, bevor ich überhaupt ankomme. So, also einfach ganz gechillt hier drüber fahren, lalalala. Dann hier jumpen. Zack, dann da jumpen. Ich sollte aufhören, so wild rumzufahren. Immer breche ich mir meine ganzen Körperteile ab. Lalalala. Und zack. Und Vollgas. So. Bremsen, nochmal springen, Vollgas. Haha, wir haben es drüber geschafft. Bestimmt war es noch nicht mal ansatzweise Richtung Ende vom Level. Okay, es ist eine schöne grüne Landschaft. Und das ist Ziel. Wow, wir haben es geschafft. Nach 46 Sekunden und 15 Minuten.
Und ich glaube, davon mache ich vielleicht sogar noch einen zweiten Part mit so einem anderen Level. Ich kann mir gerne mal schauen, Exit to Menu, zum Beispiel Get to Bus Extreme Play Now und dann Rollstuhloper und dann fahren wir erstmal hinter und merken, dass unser Charakter zu fett ist. Dann machen wir Change Character, nehmen wir den wieder. So, fahren, gehen in den Bus rein. Was müssen wir denn überhaupt hier machen? Ah, okay, das war nur eine Zeitsache. Und dann fährt unser Bus hier extrem voll und wir sitzen eigentlich nur im Level drin und schauen zu, wie dieses Level sich bewegt und wie unser Monster Truck Bus und aua, und am besten sollte man aufpassen, nicht dabei zu verrecken, aber hey, der Bus ist zu, wir sind drin, mehr brauchen wir doch nicht. Drin bleiben. Nein, wir können unsere Arme noch drin bewegen. Das hilft uns bestimmt jetzt sehr in dieser Situation. Hm, das war unser Kopf. Hat sich sehr appetitlich angehört. Das ist Ziel, das ist Ziel. Nein, wir müssen da durchrutschen. Nur unser Körperteil muss das berühren. Ich glaube... Ja, es könnte noch gehen. Noch ein bisschen. Mhm, noch ein, zwei Stöße und dann haben wir's. Aha. Los, wir warten einfach ein wenig. Haben wir Zeit noch einen... Will das da, ich will... Die rechte Seite sollte nicht dagegen drücken, oder? Können wir so überhaupt noch gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Können wir überhaupt noch was bewegen? Nee, nicht wirklich. Es versucht uns schon runter zu... Nee, ich glaube, wir können nicht mehr. Schade. Egal, wir sehen uns beim nächsten Adventskalender-Türchen wieder. Bis dann, euer Zombie! Ich habe gerade gegen meinen Schreibtisch gehauen.